Bei der Blutzuckermessung soll man ja auf saubere Hände achten. Ist es schlimm, wenn ich mir vor dem Messen nicht die Hände waschen kann? Reicht Desinfektionsgel aus? Ja, das reicht völlig aus. Wir haben ja auch sonst an der Hand manchmal kleine Wunden, zum Beispiel am Nagelfalz. Bei der Blutentnahme wird ja nur eine ganz kleine Wunde erzeugt durch die Lanzette und die Gefahr, dass sich die entzündet, ist sehr gering. Viel wichtiger ist es aber, dass die Hände nicht mit Zucker verunreinigt sind. Das kann zum Beispiel leicht passieren, wenn man vorher Obst gegessen hat. Da sollte man sich auf alle Fälle die Hände waschen. Ich habe seit knapp einem Jahr Typ 1 Diabetes. Nun brauche ich plötzlich deutlich mehr Insulin als früher. Laut meinem Arzt ist die Honeymoon-Phase zu Ende. Was bedeutet das? Unter der Honeymoon-Phase versteht man die Zeit, in der man noch eine gewisse Restsekretion von eigenem Insulin hat. Das ist gerade zu Beginn der Erkrankung sehr praktisch, weil das eigene Insulin die Therapie immer ganz physiologisch unterstützt. Das heißt, das Insulin geht rauf, wenn der Zucker steigt, oder wird abgesenkt, wenn der Zucker zu tief fällt. Wenn die Honeymoon-Phase dann vorbei ist, dann wird der Zucker nur noch über das gespritzte Insulin reguliert. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist dann noch ein bisschen mehr Präzision erforderlich als in der Honeymoon-Phase. Seit einigen Wochen sehe ich deutlich schlechter als früher. Kommt das durch das Alter oder kann auch der Diabetes eine Rolle spielen? Das kommt darauf an, in welcher Weise man schlechter sieht. Im Rahmen des Alterungsprozesses kann sich die Linse im Auge nicht mehr wie in jungen Jahren zusammenziehen und strecken und damit eben auch Nahe- und Fernsehen einstellen, sodass man altersweitsichtig wird. Das ist in der Regel nicht schlimm und man kann es durch eine Lesebrille oder vielleicht später durch eine Gleitsichtbrille ausgleichen. Nichtsdestotrotz ist schlechteres Sehen bei Diabetes immer Grund genug, sich beim Augenarzt vorzustellen und nach dem Rechten schauen zu lassen. Das empfehlen wir übrigens jährlich. Und wenn der Augenarzt keine diabetes-spezifischen Veränderungen findet, dann kann man ein Jahr Pause machen und geht nach 2 Jahren wieder zum Augenarzt. Jede akute Sehverschlechterung sollte aber umgehend beim Augenarzt kontrolliert werden.